Tochter Delia ist sein ganzer Stolz. Jörn Schlönvogt ist Papa mit Herz und Seele. Kein Wunder also, dass er für seine Kleine ganz große Pläne hat. Doch die tritt lieber in Papas Fußstapfen. Da sind sich die beiden wohl ähnlich. Wie Jörn uns im bunte.de-Interview am roten Teppich des Moët Ever Weapons Dinner in Berlin verrät. Den Hang zu Schauspielern hat sie von mir. Sie spielt schon mit mir zu Hause, sie arbeitet so ein bisschen an GZSZ-Szenen mit mir gemeinsam, spricht dann schon ein, zwei Sätze und es ist zuckersüß anzusehen. Ich glaube zwar nicht, dass sie Schauspielerin wird, ich glaube, sie wird Astronautin oder so, ich hoffe es zumindest, vielleicht für SpaceX. Aber ja, wenn sie es möchte, kann sie auch gerne Schauspielerin werden. Klar, dass wir dann wissen wollten, ob er ihr auch Unterricht geben würde. Sie kann von mir Unterricht bekommen, keine Frage. Sie hat mich auch kürzlich am Set besucht und die Produzentin hat gesagt, also wenn sie mal mitspielen möchte, so eine kleine Rolle, kann sie gerne machen. Dürfen sich GZSZ-Fans schon darauf freuen, seine Tochter an Jörns Seite zu sehen? Ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, das wird in den nächsten 2 Jahren passieren, dass sie mal eine kleine Szene mit ihrem Papa spielt.